Gruppe Pussycat mit Mississippi. Ursprünglich waren es ja mal drei Schwestern, die gemeinsam aufgetreten sind. Heute nur noch eine davon, Toni Villet. Herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Ja. Die anderen beiden Schwestern sind mittlerweile aus der Originalbesetzung verschwunden. Was machen die beiden? Stimmt, einer hat ein Café und die andere bleibt lieber zu Hause. Ist Mutter. Kann sie noch von dem Geld leben, was ihr damals verdient habt zusammen? Nein, der Mann verdient das jetzt. Aha. Also die sind auch völlig richtig aus dem Musikgeschäft ausgeschieden. Na, hobbymäßig machen sie das noch. Muss aber etwas erzählen. Ja. Ich heiße eigentlich nicht Willi. Sondern? Ich heiße ja, ich weiß nicht, das ist für Deutschland ein sehr schwieriger Name, Weltpaus. Weltpaus? Und Paus ist Papst. Aha, und das heißt, Welt? Welt, der Welt ist Feld. Aha. Und Paus ist Papst. Aber ursprünglich, Papst, sorry. Genau. Ja. Ursprünglich war es schon der Name Toni Villet, ja, drei Schwestern aus einem Hause. Ja. Alle gemeinsam, stimmt das, bei der Post gearbeitet, habe ich gelesen. Nein, nebenher? Nicht, ja, so etwas. Ich war Telefonistin, aber bei einem Großkonzern, also nicht bei der Post. Das und dann durch Heirat kam es zum Musikgeschäft. Wir haben als Geschwister schon angefangen, als ich glaube, 7 oder 8 war. Und da waren wir die drei singende Geschwister. Aha. Nachher kam der Beatmusik und haben wir eine weibliche Schlagzeugerin dazu genommen. Die hat den Manager geheiratet, also die ging raus, hatte keine Lust mehr und da sind zwei Knaben dazu gekommen und nachher wurde das Pussycat. Wo und wie treten Sie heute auf mit den alten Hits? Das Oldie Festivals oder auch mal irgendwelche Ja, meistens schon und das macht sehr viel Spaß. Wir haben sehr viele nette Kollegen. Und ich muss sehr ehrlich sein, ich trete sehr gerne in Deutschland auf, weil das Publikum ist immer sehr herzlich und das deutsche Publikum hat Respekt für die Künstler. Also ich komme gerne nach Deutschland. Ist denn Musik für Sie noch Hauptberuf heute? Ist immer gewesen, ja. Immer gewesen, auch immer geblieben. Das heißt, wie oft, ich sag mal, wie oft im Monat reisen Sie herum? Ich will nicht mehr als zweimal in der Woche auftreten, weil ich auch noch zwei Kinder habe. Und dann auch, zu Hause sein will. Das war ein Wiedersehen mit Pussycat in Gestalt von Toni Villet. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja. Und wie war der richtige Name nochmal? Weltpaus.